Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich darf Sie sehr herzlich begrüßen zum Webinar von Iondo und Feingold Research. Heute vertreten meine Wenigkeit Benjamin Feingold und Egmont Haidt Franz-Georg Wenner. Und insofern werden wir natürlich das Thema DAX auch charttechnisch beleuchten. Die ersten 4 Wochen des Jahres sind rum, aber auch fundamental, das machen wir bei Feingold Research auf unserer Seite auch immer wieder und deshalb auch heute, also Egmont Haidt und ich, deshalb auch heute das Thema Charttechnik wird nicht zu kurz kommen, aber ich denke, Egmont, da wirst du mir zustimmen, Sentimentindikatoren heute an verschiedenen Märkten, ganz, ganz interessante Konstellationen, die wir beleuchten werden. Deshalb werden wir heute so ein bisschen das Thema aus Aktualitätsgründen ausweiten, auch auf Rohstoffe, wo interessante Sentimentkonstellationen herrschen. Aber starten wollen wir mit dem Disclaimer, den Sie hier sehen. Und zwar die erwähnten Markteinschätzungen und Inhalte spiegeln ausschließlich die Meinung des Autors wider, also Egmont Haidt und Benjamin Feingold, und nicht die von Iondo. Dieser Service ist ausschließlich zu Informationszwecken bestimmt und stellt keine Bewertung, keine Beratung oder Investmentempfehlung dar. Und ja, ich rufe Ihnen nochmal diese Januar-Statistik, die wir in unseren Webinaren des Öfteren schon mal hatten, bevor wir auf USA, Trump mit den entsprechenden Auswirkungen, klar, das steht so ein bisschen heute auch an erster Stelle, da wir ja so ein bisschen die Kehrseite der Medaille der Trumpschen Politik sehen, mit einem Kurseinbruch heute. Aber anfangen wollen wir vielleicht mit dem Januar, weil der ist jetzt auch rum. Und da wird ja häufig auf den Januar geschaut, wie dann auch das Jahr verlaufen wird. So der Januar, so das Jahr, ist ja so ein altes Börsensprichwort. Daneben natürlich auch Inflation, neben Trump ein ganz großes Thema bei uns. Die US-Bilanz ist auch mitten im Laufen, mittendrin. Saisonalität, Sentimentindikatoren hatte ich schon angesprochen. All das heute bei uns im Webinar. Und starten wollen wir mit dem Januar, der hier so ein bisschen auch die, wir hatten das schon mal vorgestellt, deshalb kürze ich vielleicht auch ein bisschen ab an der Stelle, der eine ganz gute Vorhersagekraft hat. Das sehen Sie hier so ein bisschen gehighlightet, wie der Januar, so wird auch dann häufig auch die folgenden 11 und 12 Monate laufen. Insofern das hier nochmal so für den Nasdaq, für den S&P 500 und für den Dow. Und daher ist der Januar so ein bisschen, das hat schon einen Indikator, eine vorausschauende Sichtweise auf das Jahr. Aber wir müssen konstatieren, und da blicke ich zurück aufs Ende des Jahres, wo wir eben Anfang Januar die positive Weihnachtsrally gesehen haben, die erste Woche, die häufig im Jahr, die erste Januarwoche im Jahr, die richtungsweisend ist. Alles positiv bisher und ausgerechnet jetzt der dritte, wenn Sie so wollen, größere Indikator für das Jahr aus dem Januar, nämlich die Performance im Januar, ist dabei ins Minus zu drehen und insofern hier große Unsicherheit, wenn Sie sich die Saisonalität anschauen und die Vorhersagekraft vom Januar ausgehend. Insofern sollten wir hier heute noch, im DAX sind wir schon leicht ins Minus gedreht, das könnte uns auch im S&P 500 blühen, dann dürfte mit diesen Wahrscheinlichkeiten, wenn sie denn auch gelten, das sind hier lange Historien, mehrere Dekaden, insofern relativ zuverlässige statistische Zahlen, aber im Moment eben diese negative Performance, die sich im Januar noch abzeichnet oder zumindest keine positive Performance und das so ein bisschen als negatives Momentum aktuell am Markt, möchte ich kurzfristig zumindest auch zu bedenken geben. Egmont, wir haben hier verschiedene Gründe könnte man hier für diese Trendwende im Januar sehen. Meine Damen und Herren, wenn Sie dran denken, wie optimistisch und wie positiv die Wahl von Donald Trump als neuen Präsidenten vom Markt aufgenommen wurde und wie sich dann auch das Ganze über Monate fortgesetzt hat, aber das Ganze eben nicht ohne Risiken. Wir wollen das politisch hier gar nicht bewerten an der Stelle, sondern für uns, Egmont, ist ja wichtig, die ökonomischen Auswirkungen. Und da schauen wir eben auf die Fakten. Und eine ganz große Dissonanz oder Widerspruch, wenn Sie so wollen, ist eben, dass wir hier sehen, die Unsicherheit, politische Unsicherheit
in den USA gestiegen auf den höchsten Wert der letzten Jahre. Die Statistik geht hier leider nicht zurück. Und die Volatilität, die diese Unsicherheit ja eigentlich widerspiegeln soll, auf einem Rekordtief. Also das ist für mich ein ganz klarer Widerspruch. Und hier steckt auch für mich die Gefahr im Moment im Markt, die wir sehen, die nicht nur durch den Januar-Indikator, so will ich es jetzt einfach mal nennen, den wir zu Anfang dargestellt haben, widerspiegelt, sondern eben auch durch andere Indikatoren, kommen wir später nochmal darauf zu sprechen. Das Ganze ist nicht nur in den USA ein solches Phänomen, auch der für die Eurozone, der politische Risikoindex von der BNP gemessen, zwar ein bisschen zurückgekommen für die Eurozone, aber auch hier die Volatilität relativ niedrig. Ja, wie anders könnte man das beschreiben, Egmont, als Sorglosigkeit der Anleger im Moment? Heute sehen wir zum ersten Mal Kurse, die zurückgehen. Schauen Sie mal zurück, wir haben kaum Korrekturen in den letzten Monaten. Ich habe nicht die genaue Zahl im Kopf von Korrekturen von 1% an einem Tag gehabt. Seit Wochen haben wir das nicht gehabt. Jetzt haben wir zum ersten Mal einen Einbruch gehabt, der stärker ausfallen könnte. Also zumindest im DAX schon mal kräftiger. Möglicherweise auch im S&P 500 heute. Also es gibt einige Warnsignale. Und Egmont, da will ich vielleicht nochmal ganz kurz den Ball auch zu dir rüberspielen, bevor wir in der Präsentation dann auch weitermachen. Vielleicht nochmal ganz kurz die Trump'sche Politik, ohne jetzt das auch politisch zu bewerten, sondern rein ökonomisch nochmal so zusammenfassen, was am Markt gespielt wird oder wie Anleger reagieren. Vielleicht kannst du das nochmal zusammenfassen, denn das sind auch die ersten Fragen unserer Teilnehmer, die in diese Richtung gehen, wie man das Ganze bewertet, auch auf Gold. Gold kommen wir vielleicht später noch zu sprechen, Egmont, aber vielleicht erstmal eine gute Zusammenfassung von dem, was die Trump'sche Politik bedeutet für Anleger und wie man das Stand heute bewerten kann, denn morgen, wir wissen, man wacht ja fast jeden Tag auf und dann ist wieder irgendwas passiert. Und insofern mit neuen Nachrichten aus den USA, insofern vielleicht eine ganz kurze Standortbestimmung und wie du im Moment die Situation bewertest. Guten Abend, meine Damen und Herren. Genau wie du richtig sagtest, wir haben in den vergangenen Wochen und Monaten so eine richtige Flitterwoche gehabt zwischen den Börsen und Donald Trump, weil einfach jeder darauf spekuliert hat, dass Trump jetzt mit diesen billionenschweren Infrastrukturprogrammen und billionenschweren Steuersenkungen einfach die US-Wirtschaft ankurbeln will oder ankurbeln wird. Und das war einfach die Fantasie an den Börsen und das hat natürlich zu einem starken Dollar geführt und den entsprechenden Trades. Also die Investoren haben dann vor allem auf die Zykliker gesetzt, die von einer starken Konjunkturbelebung entsprechend profitieren würden. Und jetzt in den vergangenen Tagen oder seit seinem Amtsantritt wird es ganz klar, dass Trump eben kein Politiker ist, so wie wir es eigentlich die ganze Zeit gesagt haben, sondern Trump wird tatsächlich vieles von dem, was er im Wahlkampf versprochen hat, auch versuchen umzusetzen. So hatten wir das ja immer angedeutet. Und jetzt merkt man das mit diesen Einreisestopps. Er setzt ganz klar auf Abschottung, er setzt auf Protektionismus, er setzt auf Isozialismus. Und dementsprechend, er will sie also abschatten, er will unbedingt Jobs in die USA zurückholen, koste es, was es wolle. Und er knöpft sich jetzt quasi einen Handelspartner nach dem nächsten vor, um die hohen Außenhandelsbilanzdefizite, die ja die USA mit einzelnen Ländern haben, ich darf mal daran erinnern, mit China 350 Milliarden Außenhandelsbilanzdefizit der USA, mit den Mexikanern, also mit Mexiko 60 Milliarden Defizit. Und das will jetzt quasi Trump eins nach dem anderen bereinigen. Und heute ist dann natürlich Deutschland dran. Zuerst versucht er quasi ein Exempel an Mexiko zu statuieren und den kleinen Nachbarn da aufzuzeigen, was los ist. Heute ist Deutschland natürlich dann dran. Und er versucht ganz klar mit diesen Grenzzöllen, also ich gehe weiterhin fest davon aus, dass er Grenzzölle einführen wird. Und das ist ja der Unterschied, an das erinnere ich auch immer, der Unterschied zu den Importzöllen ist ja, dass nicht nur die Einfuhren deutlich teurer werden, je nachdem, wenn es 20% sein sollten, was ich mir durchaus vorstellen kann, sondern dass gleichzeitig die Exporte der amerikanischen Unternehmen billiger werden, um eben entsprechend 18-20%, weil eben keine oder 15%, weil eben keine Gewinne anfallen auf die Produkte, die die US-Unternehmen in den USA herstellen und dann ins Ausland exportieren. Also Trump tut alles, um die US-Industrie, um der wieder irgendwie Leben einzuhauchen, die irgendwie ein bisschen eine Renaissance zu geben, nachdem die in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten Millionen von Jobs verloren hat. Und so will Trump also ganz klar dieses riesige Außenhandelsdefizit schließen. Und
Üblicherweise würde das ja zu einem deutlichen Dollaranstieg führen, wenn sich das Außenhandelsbilanzdefizit der USA verringert. Aber Trump hat natürlich absolut kein Interesse, an einem steigenden Dollar, weil sich dadurch die Exportchancen der US-Unternehmen natürlich weiter eintrüben. Der Dollar ist ja auf ein Mehrjahreshoch gegenüber vielen Währungen, wenn man sich den Dollarindex anschaut, und es belastet natürlich die Exportperspektiven der US-Unternehmen erheblich. Und jetzt versucht er einen Tag nach dem anderen den Dollar nach unten zu regen, sei es gegenüber dem Yen, sei es gegenüber dem chinesischen Renminbi, sei es gegenüber dem Euro, einfach damit sich die Perspektiven verbessern. Und nachdem wir in den ganzen Wochen und Monaten, so wie ich ihn versucht hatte aufzuzeigen, dass wir diesen Trade haben, alles setzen auf den starken Dollar, auf die Zyklen und so weiter, jetzt wird quasi dieser Trade umgekehrt. Und ich hatte ja auch immer gesagt, am Markt wird eigentlich der Carry Trade gespielt, das ist eigentlich der Aktienmarkt im Endeffekt eine Wette ist auf den Währungsmarkt, weil die ganzen Jahre, wo der Yen einfach schwach war, haben die Investoren einfach Kredite auf Yen-Basis aufgenommen, um das Geld eben in US-Aktien zu stecken, europäische Aktien und so weiter, und so den Carry Trade zu spielen. Und das Spiel geht natürlich nur so lange gut, wie der Yen fällt. Und jetzt haben wir im Moment eine Zeit, wo der Yen steigt, weil die Investoren wegen der Unsicherheit aus dem Dollar in den Yen flüchten, und dementsprechend werden diese ganzen Carry Trades alle aufgelöst, und dementsprechend haben wir Gegenwind. Das heißt, wenn der Yen in den nächsten Tagen sich weiterholen sollte, wovon ich ausgehe, dann hätte natürlich der weltweite Aktienmarkt Gegenwind, weil sie einfach ihre Aktienposition auflösen müssen. Und dieses Spiel könnte noch eine Weile weitergehen, weil man natürlich nicht weiß, was Trump morgen beschließt und welcher seiner Berater, sei es jetzt der designierte Finanzminister oder wer das auch immer ist, Mnuchin und so weiter, einen Tag nach dem anderen, oder sagt irgendein Berater, so wie heute Peter Navarro, einer sagt, wir wollen unbedingt einen schwachen Dollar. Sie sagen, wir wollen nicht einen extrem teuren Dollar, das ist natürlich Blödsinn, sondern sie wollen einen schwachen Dollar. Und dementsprechend, diesen Trade müssen Sie unbedingt im Hinterkopf behalten. Wenn der Dollar deutlich schwächer sollte in den nächsten Wochen, dann werden all die Trades, die wir in den vergangenen Wochen haben, deutlich aufgelöst. Und dann könnte es zu deutlichem Gegenwind am weltweiten Aktienmarkt kommen. Bitte, Benji. Genau, Egmont. Ich habe den Chart hier mal aufgerufen für Euro-Dollar jetzt mal beispielhaft. Du hast einen Carry-Trade über den Yen und so weiter erklärt, aber es hat ja auch Auswirkungen auf Euro-Dollar. Und da sieht man eben auch, dass der Euro, ja, alle sprachen hier, als wir bei 1,04 waren, von der Parität. Das war, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, zur Jahreswende, die Jahresausblicke waren noch viele Häuser sehr, sehr positiv für den Dollar gestimmt und haben sogar unter Parität Kursvorhersagen für dieses Jahr abgegeben. Und im Moment scheint es genau, wie du sagst, eben andersrum zu sein. Wir sind jetzt an diesen Widerstand hier angestoßen. Schauen Sie sich mal das Momentum einfach nur mal an. Wir hatten hier ein positives Momentum, das ist langsam zurückgegangen. Jetzt gewinnen wir wieder sozusagen Kraft im Momentum, also so eine Art Trend bestätigendes Momentum-Signal, und da stoßen wir jetzt gerade an bei 1,08 an der Stelle, wo wir eben mehrfach in der Vergangenheit gescheitert sind. Das ist für mich ein klares Signal, dass wir eben aktuell eine gute Chance haben, drüber zu gehen, nachdem wir hier mehrfach angeklopft sind. Das ist meine Philosophie von Widerständen und Unterstützung, die häufig im ersten Anlauf nicht direkt genommen werden können, sondern meist auch aus meiner Erfahrung häufig erst nach mehreren Anläufen. Und von daher hier 1,09, dann knapp unter 1,09, das wäre dann nochmal so ein Test, um eben diese Unterstützung, die dann zum Widerstand geworden ist, dann zu testen. Insofern hier im Moment eher Tests von der anderen Seite, Egmont, die wir auch charttechnisch schon entsprechend sehen. Und da komme ich jetzt vielleicht an der Stelle auch nochmal auf den DAX zu sprechen, was ja auch unser Thema ist für diesen Januar. Und da sehen wir eben, dass die Entwicklung im Januar tatsächlich hier mehr oder weniger alles aufgefressen wurde und der Widerstand hier 11,8 und 11,9
nicht genommen werden konnte. Diese Seitwärtstendenz, die wir gesehen haben, mit versuchtem Ausbruch nach oben, gescheitert. Jetzt testen wir die Unterseite dieses längeren Kanals bei 11.530 etwa hier. Insofern, das könnte hier nochmal zu einem bedeutenden Test werden. Schauen Sie sich hier den MACD an. Da haben wir auch ein negatives Signal für den DAX im Moment. Insofern hier eher Tests möglicherweise dann auch, und da springe ich mal zurück in die Präsentation, möglicherweise dann auch auf der Unterseite. Und wenn wir bedenken, dass wir, ich wollte Ihnen ganz kurz die Volatilität nochmal zeigen. Entschuldigung, das auch nochmal an der Stelle. Und da haben wir eben auch hier weder Fisch noch Fleisch, sage ich mal, so um die 15. Das ist zwar ein relativ niedriges Niveau, aber schauen Sie mal hier über die vergangenen Jahre, da waren wir schon mal deutlich tiefer bei 12, 13, 14, aber eben um die 14, 15 hier auch ein relativ niedriges Niveau, was als Kontraindikator, und so nutzen wir das ja, so nutzt es Daniel auch in seinem Depot, was ich gleich nochmal vorstellen möchte, was er ja bei Aiondo führt, als Kontraindikator, und eben eine niedrige Volatilität zeigt eben eine hohe Sorglosigkeit wieder, und in Anbetracht der politischen Risiken oder der Risiken insgesamt, die zugenommen haben, auch der ökonomischen Risiken aufgrund möglicher stärkerer protektionistischer Maßnahmen, Egmont, du hast es beschrieben, ist eben die Sorglosigkeit hier auch schon bei 14, 15 relativ hoch. Jetzt sind wir im Moment bei 17, nach dem Abschwung, den wir gesehen haben, da drehen wir ein bisschen. Insofern das nochmal hier so auch eines der Signalgeber oder Taktgeber, wenn Sie so wollen, wie wir es besprechen. Dann nochmal den Skew-Index, der ist nicht für den DAX, aber im Zusammenhang mit der Volatilität sollte man sich das auch unbedingt regelmäßig anschauen. Vor allen Dingen in einem Bullenmarkt, meine Damen und Herren, ist dieser Indikator sehr, sehr zuverlässig gewesen im vergangenen Jahr. Das sagt natürlich nichts über die Zukunft aus, aber ganz generell gesprochen, wenn wir eben über 140 sind in diesem Skew-Index, also viele Basispreise im S&P 500 in den Optionen gekauft werden, weil Leute sich eben über die ganze Bandbreite absichern wollen. Nicht nur auf dem aktuellen Niveau, sondern eben über die ganze Bandbreite und das entsprechend streuen, dann steigt eben dieser Skew-Index, und über 140, da haben wir eben häufig so ein Niveau, wo man sagt, das ist dann sozusagen auf der Oberseite Sorglosigkeit, sondern eben eine hohe, große Sorge, die sich bei 140, über 140 abspielt. Schauen Sie sich den DAX an, Anfang November, da hatten wir eine Wende zum Positiven, und entsprechend hier im Januar, und aktuell sind wir eben auf einem Niveau von 134, insofern irgendwo im Niemandsland, deshalb noch nicht interessant, aber ich wollte Sie darauf aufmerksam machen, dass wir, falls wir jetzt diese Korrektur tatsächlich bekommen sollten oder die Unsicherheit steigt, Nervosität zunimmt, dann dürfte auch der Skew-Index zunehmen, und über 140, da muss man eben sagen, oh, jetzt haben sich wahrscheinlich viele Anleger tatsächlich breit abgesichert. Möglicherweise ist das dann auch das Ende der Korrektur, und von daher, zumindest war das im vergangenen Jahr häufig ein solcher Signalgeber, deshalb an der Stelle nochmal der Hinweis darauf. Und damit komme ich auch zu Daniels Wohler-Strategie. Egmont, das nochmal ganz kurz zur Erläuterung, weil wenn wir schon bei der Wohler sind, dann streuen wir das hier gerade mal ein. Sie sehen hier die Entwicklung, die entsprechenden Zahlen, Trades, die Daniel gemacht hat, Gewinnmonate und so weiter, und Transaktionshistorie, entsprechende Verteilung der monatlichen Performance, maximaler Drawdown. Und da sehen wir eben heute hat es ein bisschen reingeschlagen, weil Daniel eben die Strategie hat, relativ zügig auch Gewinne mitzunehmen, konstant Gewinne mitzunehmen. Und das dann entsprechend aufzubauen, also den Stop-Loss etwas weiterlegt, dafür eben auch eine hohe Trefferwahrscheinlichkeit hat mit 90%. Insofern, dass diese Strategie, wer diese Strategie ja verfolgen will und so weiter, kann das natürlich über Aiondo alles machen. Aber das nochmal an der Stelle hier auch die Trades, die er hier gerade aktuell nochmal im Dollar-Yen auch getätigt hat. Immer so ein bisschen als Kontraindikator genutzt, Volatilität beispielsweise, und insofern das hier auch nochmal die visuelle Entwicklung, Performance seit seiner Anmeldung. Vielleicht, Egmont, ja, vielleicht,
Kurz eine Frage auch, weil das und springen dann nochmal zurück in die USA, weil letztendlich ja von dort auch, muss man ja so sagen, dass der DAX eben auch tatsächlich stark von den US-Aktienmärkten beeinflusst ist, deshalb erwähnen wir das ja auch immer wieder. Du warst ja relativ skeptisch für die wirtschaftliche Entwicklung in den USA. Zuletzt gab es ja etwas positivere Daten oder in jüngster Zeit. Wie beurteilst du die aktuelle Situation, ist ja eine Frage. Und zumindest von den Analysten teilweise mehrheitlich positiv gesehen, wie ist dein Urteil? Tatsächlich befürchte ich, dass die US-Wirtschaft deutlich weniger wachsen könnte als erwartet, einfach weil Trump wirklich auf Protektionismus setzt und weil es einfach eine ziemliche Weile dauern wird. Er wird zwar dieses Infrastrukturprogramm verabschieden oder der Kongress wird es verabschieden, weil sich niemand traut, sich ihm in den Weg zu stellen. Aber das dauert natürlich, bis das alles geplant ist, bis es dann tatsächlich wirkt. Da wird es mindestens 2018 werden, meiner Meinung nach. Also deswegen, das wird so schnell da keine konjunkturellen Wirkungen zeigen. Und das andere ist, das hatte ich auch immer gesagt, ich gehe natürlich davon aus, dass die Unternehmen nicht investieren werden, weil die wirtschaftliche Unsicherheit einfach so hoch ist. Und ich möchte nochmal erinnern, dass die Auslastung in der US-Industrie bei lediglich 75,x% liegt, 4 oder 75,5%. Das heißt, wenn Sie eh ohnehin so hohe freie Kapazitäten haben, dann müssen Sie nicht investieren, sondern die US-Unternehmen werden einfach das Geld nutzen, diese Steuergeschenke, die es einfach von Trump jetzt geben wird, um weiter das Geld über Aktienrückkäufe an die Aktionäre auszuschütten, so wie es ja in den vergangenen Jahren war. Jedes Jahr ungefähr 500, 600 Milliarden Dollar pro Jahr für die Unternehmen aus dem S&P 500 an die Aktionäre per Aktienrückkauf weitergegeben haben. Und ich denke, so wird es einfach weiter sein. Und ich denke, dass einfach die US-Wirtschaft schwächer ist als erwartet. Und dementsprechend werden dann auch die Zinsen dann nicht so stark steigen, wie jetzt viele Leute erwarten. Also Yellen sagt natürlich drei Zinserhöhungen für 2017 voraus. Das bezweifle ich doch sehr in einem Umfeld, wo es ja gerade zu wirtschaftlichen Turbulenzen kommen könnte, zu einem Handelskrieg, zu einem weltweiten Handelskrieg und so weiter. Ich denke, das ist absolut nicht die Chance, um da die Zinsen zu erhöhen. Wir werden natürlich ganz genau schauen, was sagt die Fed morgen. Meiner Meinung nach wird es nur einen einzigen Grund geben, warum die Fed oder Yellen vielleicht in dem Jahr 3, 4 oder sogar vielleicht noch öfters die Zinsen anheben wird. Und der einzige Grund wird sein, wenn die Fehde zwischen Yellen und Trump einfach eskaliert. Das ist der einzige Grund, den ich sehe, weil wenn Sie sehen, dass dieser starke Inflationsanstieg, den wir in den USA hatten in den vergangenen Wochen und Monaten, ja die Konjunktur kräftig dämpft, weil ja auch die Sparquote und so weiter sinkt und dementsprechend bremst es ja die Wirtschaft erheblich und dementsprechend kann eigentlich die US-Notenbank in dem Umfeld meiner Meinung nach nicht die Zinsen anheben, wenn man sieht, die 10-jährigen Zinsen sind bei 2,5% aktuell. Welche Spuren das bereits am Immobilienmarkt hinterlassen hat. Klar, die Häuserpreise steigen zwar noch 1-2 Monate auf Rekordhochs, aber die Zahl der Verkäufe sinkt und so weiter. Das heißt, der Immobilienmarkt, der wichtige Immobilienmarkt, kriegt deutlichen Gegenwind. Jetzt muss man sich natürlich fragen, wie könnte es beim US-Aktienmarkt, und ich möchte nachher eigentlich noch ein paar Sätze gern zum DAX sagen, weil das ja unser Hauptthema ist, aber ich sage gleich noch kurz was zum US-Aktienmarkt. Wie könnte es beim US-Aktienmarkt weitergehen? In einem Szenario, wo vielleicht der Dollar schwächer wird in nächster Zeit. Und dann bin ich eigentlich auch schon der Meinung, dass es vielleicht doch nicht zu einem deutlichen Kursrückschlag beim S&P 500 kommen könnte, weil natürlich bekommt der S&P 500 dann Rückenwind von den sinkenden Dollar, weil sich dadurch natürlich die Ergebnisse der Unternehmen verbessern, wenngleich sie vielleicht nicht mehr exportieren, aber allein durch die Umrechnung schon verbessern sich die Unternehmen. Und auf der anderen Seite sind im S&P 500 natürlich bei weitem nicht so viele Zykliker unterhalten wie jetzt im DAX und so weiter, weil da auch Pharma drin ist und Öl und was auch immer. Das heißt, in der Phase, wo die Anleger Sorgen haben über die Entwicklung der Weltwirtschaft und Unsicherheit und so weiter, Risiken herrschen, dann flüchte ich in so einen großen Aktienmarkt wie die USA, 20 Billionen Börsenwert beim S&P 500, wo ich eine hohe Liquidität habe und so weiter, wenig Zyklik und so weiter. Und das spricht dann eher dafür, dass wenn es nach unten gehen sollte, dass eher der S&P 500 weniger korrigieren sollte als der DAX. Vielleicht noch mal kurz ein paar Sätze zum DAX. Also natürlich muss man die entscheidenden Faktoren für den DAX ganz genau im Auge behalten. Ja, bitte. Sorry, wenn ich
da kurz nochmal einhake, weil du jetzt ja davon gesprochen hast, dass dann wieder sich Möglichkeiten auftun in den USA. Aber das wäre ja sozusagen eine Reaktion auf schwierige Börsenzeiten, wenn eben USA als Hort der Sicherheit, die US-Aktienmärkte als Hort der Sicherheit gesucht werden und alles, was du eben beschrieben hast. Aber kurzfristig ist eben die Unsicherheit noch da und man sieht es auch hier am Chart, eben auch kaum Impulse am US-Markt, kaum Nachrichten, kaum Entwicklungen, die für Impulse sorgen. Deregulierung wurde hier von einem Zuhörer angesprochen. Klar, ich denke, vieles ist in den Kursen drin. Das ist sicherlich eine subjektive Wahrnehmung, aber dadurch, dass wir eben diese starke Rallye, besonders starke Rallye gesehen haben am US-Aktienmarkt, dürfte einiges auch in den Kursen drin sein. Deshalb auch von Deregulierung und so weiter sicherlich auch mittelfristig sollten Gesetze entsprechend auch umgesetzt werden, würde das für einen weiteren Schub sorgen. Aber meiner Meinung nach, aktuell von der Bewertung, ist eben tatsächlich auch vieles von dem, was Trump angekündigt hat, in der positiven Kursentwicklung drin. Und deshalb auch diese Reaktion des Marktes eben, dass möglicherweise auch hier ein Ende, dass hier großer Teil der Aktienmarktrallye bereits gelaufen ist. Und du hast die Zinsentwicklung angesprochen, Egmont. Da muss man ja auch sagen, dass eben auch hier, und da rufe ich den Chart nochmal auf, den ich eben gezeigt hatte. Ich habe hier nochmal genau den Chart mit den FOMC-Entscheidungen, die du angesprochen hast, Egmont, und dann auch Bank of England am Donnerstag. Das vielleicht noch ganz kurz zur Ergänzung, meine Damen und Herren. Und dann am Freitag Einzelhandelsumsätze in der Eurozone US-Fed-Gouverneure, die sprechen, ISM-Index, das nochmal so für den Fahrplan der Woche. Aber interessant, Egmont, ist ja dieser Chart hier, den du ja im Prinzip auch schon angesprochen hast. Wenn wir auf die USA zu sprechen kommen, ich mache das nochmal größer, wo wir eben sagen, diese Reflationierung, von der du ja auch gesprochen hast, dass mit steigenden Zinsen, dass eben der Dollar stärker wird und Inflation zunehmen könnte, und tatsächlich haben wir ja auch in der Eurozone, nicht nur in den USA, sondern auch in der Eurozone eine anziehende Inflation gesehen. Aber wir sehen eben auch, dass am Markt inzwischen ja schon wieder etwas anderes teilweise gespielt wird. Wenn wir eben sehen, dass der Dollar handelsgewichtet hier sinkt, die 10-jährigen US-Renditen eben auch nicht weiter anziehen und zumindest hier auf diesem Niveau um die 2,40, 2,50 verharren. Oder siehst du das im Moment anders, dass dieser Reflationierungstrade, den wir hier eben die ganze Zeit gesehen haben, durch die Ausgabenpolitik Trumps, dass das möglicherweise hier auch zu einem Stillstand kommt? Es ist natürlich eine der bemerkenswerten Sachen am Finanzmarkt tatsächlich. Wir hatten die ganze Zeit so eine hohe Korrelation zwischen dem Dollar und den Zinsen, weil natürlich, wenn der Dollar steigt, dann fließt mehr Geld in US-Anleihen und so weiter. Das heißt, wir hatten diese Korrelation, diese hohe Korrelation. Und jetzt steigen die Zinsen, weil viele Investoren davon ausgehen, dass Yellen vielleicht tatsächlich die Zinsen anheben könnte. Wobei am Markt, möchte ich nochmal ganz klar sagen, nur zwei Zinserhöhungen für nächstes Jahr eingepreist sind. Die erste für Juni, für die Juni-Sitzung. Und gleichzeitig schafft es Trump, den Dollar nach unten zu reden. Und da muss man natürlich schauen, wenn es Trump schafft, den Dollar nach unten zu reden und auch unten zu halten, weil die Investoren überzeugt sein werden, dass er ihn dort unten halten wird, dann kann es natürlich zumindest mittelfristig dazu führen, dass auch die Zinsen wieder nach unten kommen, weil natürlich weniger Geld in den Dollar fließt, weil ja auch der Dollar schwächer ist und dementsprechend die ausländischen Investoren weniger Währungsgewinne machen, wenn sie in den USA investieren. Deswegen könnte es tatsächlich dazu führen, dass ein schwacher Dollar die Zinsen mit nach unten zieht. Und ich möchte nur mal daran erinnern, die Zinsen für 10-jährige US-Anleihen mit knapp 2,5% sind auf dem gleichen Niveau wie Anfang Dezember. Das heißt, wir haben diesen Anstieg korrigiert und laufen jetzt meiner Meinung nach seit 2 Monaten ungefähr seitwärts. Und was insgesamt, ich bin natürlich absolut deiner Meinung, der S&P 500 ist absolut hoch bewertet, ein KGV von 17. In 95% der Zeit war der S&P niedriger bewertet, das ist ein übliche KGV, ist so 11 oder 12, weil es einfach dem langfristigen Gewinnwachstum der US-Unternehmen
entspricht. Aber jetzt hatten wir einfach all die Jahre dieses massive Gelddrucken und dementsprechend haben wir natürlich eine enorme Bewertung. Und ich möchte natürlich auch nochmal daran erinnern, dass die US-Notenbank im Moment ungefähr 50 Milliarden Dollar pro Monat druckt. Das verliert ja auch mancher Investor aus den Augen, indem es einfach die alten auslaufenden Anleihen in neue umschichtet. Das heißt, wir haben weiterhin ein massives Gelddrucken in den USA. Die US-Geldmenge steigt im Moment um ungefähr eine Billion Dollar pro Jahr. Ja, und all das ist natürlich schon in einer gewissen Phase Rückenwind für den DAX. Und wenn es jetzt eher zu einem für den S&P 500 und wenn es jetzt tatsächlich zu einer Phase von Unsicherheit kommt und die Investoren Geld aus dem Aktienmarkt in die Anleihen umschichten, das heißt die Zinsen sinken in den USA, dann stützt das natürlich auch in einer gewissen Weise den Aktienmarkt. Genau, etwas. Genau, aber kurzfristig kann es natürlich durchaus zu einer Korrektur beim S&P 500 kommen. Bitte, Benjamin. Ja, genau. Ich wollte gerade den Zusammenhang, den du aufgezeigt hast, eben auch nochmal unterstützen, eben mit Sentimentindikatoren, die wir im Moment sehen. Wir sehen bei den 10-jährigen US-Anleihen, sehen wir eben das stärkste bärische, also für steigende Zinsen, fallende Kurse, sehen wir im Moment eins der stärksten Sentimente, die wir in den letzten Jahren gesehen haben. Das letzte Mal war es 2013 der Fall. Schauen Sie sich an, was ist 2013 mit den US-Zinsen passiert. Die Zinsen sind gefallen, die Kurse sind um über 40 oder rund 40% gestiegen. Und Egmont, wenn es tatsächlich zu einem Krisenszenario kommt und die Anleger aus Aktien rein in Anleihen umschichten, und auf dieses ausgetrocknete Sentiment stoßen, dann kann es natürlich dann auch zur Short-Eindeckung kommen und dann sehen wir eben diese, wie wir es so häufig gesehen haben, dann auch, wie dann Momentum reinkommt in die Kurse und. Also im Moment setzen eben viele Anleger auf fallende Kurse, steigende Zinsen und ja, darüber sollten sie sich auch im Klaren sein. Von daher, ja, das ist auch nochmal so, zumindest eine aktuelle Bestandsaufnahme am Anleihenmarkt hängt dann über die Aktien, über das, was eben Anleger, wie sie umschichten können, dann auch mit dem Aktienmarkt zusammen, aber das eben auch aktuell eine ganz, ganz wichtige Situation, die wir im Moment vorfinden. Genau, dann sag ich vielleicht auch noch ganz kurz was zum US-Anleihenmarkt, bevor wir jetzt dann auf den DAX kommen, es ist ja dann schon eine halbe Stunde. Am US-Anleihenmarkt haben wir quasi die größte Netto-Short-Position aller Zeiten. Sie wissen ja, was das ist. Im Endeffekt, wenn ich von den Kontrakten, also Futures und Optionen auf steigende Kurse, also Long, die Zahl auf sinkende Kurse abziehe, also Short, dann sind die Amerikaner oder die Investoren insgesamt derzeit so Short wie nie zuvor bei US-Anleihen, 10-Jährigen, egal, 5-Jährige, 2-Jährige, wo sie schauen. Also jeder und seine Oma spekuliert quasi auf einen Zinsrückgang. Entschuldigung, auf den Zinsanstieg in den USA, also einen Kursrückgang bei den Anleihen und dementsprechend einen Zinsanstieg. Und das ist eigentlich auch immer ein sehr guter Kontraindikator. In den vergangenen, ich bin ja jetzt auch schon 20 Jahre dabei, glaube ich, wir haben jetzt im Endeffekt 35 Jahre lang Bullenmarkt am Anleihenmarkt gehabt und ich sehe einfach noch nicht, dass das Ende gekommen ist. Wenn ich mal anschaue, die Zinsen in den USA bei 2,5% und dann kann es immer noch deutlich tiefer gehen in der nächsten Krise. Also dementsprechend gehe ich davon aus, dass da viele Investoren falsch liegen und dass es eher wieder zu einem Zinsrückgang kommt. Dann machen wir vielleicht nochmal kurz beim DAX weiter. Benji, genau, also wie gesagt, den Chart irgendwann habe ich hier nochmal gezeigt, da sehen wir es eben auch, dass wir hier dabei sind, einen Boden auszubilden, möglicherweise einen Doppelboden, aber hier das, wenn nichts Dramatisches passiert natürlich und noch die Trades der letzten Monate sich noch mal in diese Richtung der letzten Wochen dann auch verstärken, dass es dann hier tatsächlich auch zu einer Wende kommen könnte. Insofern, das würde eben mit dem Sentiment zusammenpassen, wie wir es auch verstehen, eben als Kontraindikator an der Stelle. Okay, zurück zu dir. Genau, und dann vielleicht mal jetzt konkret zum DAX. Also man muss meiner Meinung nach zwei, drei Faktoren ganz genau im Auge behalten. Also einmal Dollar-Yen, wie ich gesagt hatte, wenn der Yen stärker wird, sprich Dollar-Yen sinkt, dann hat meiner Meinung nach der DAX Gegenwind, das würde den DAX belasten. Der zweite Faktor am Währungsmarkt muss man natürlich anschauen, Euro-Dollar. Wenn es so wie heute ist, dass der Euro gegenüber dem Dollar steigt, ich meine, das wissen Sie auch alle,
Gegenwind für den DAX. Also auch diesen Indikator unbedingt im Auge behalten. Dann den weiteren Faktor, die Zinsen. Die Zinsen in der Eurozone weiter ganz genau im Auge behalten. Inzwischen ist ja so, dass die Zinsen für Frankreich und Italien kräftig gestiegen sind innerhalb weniger Monate. Schauen Sie mal an, vor ein paar Monaten die 10-jährigen Zinsen für Frankreich bei, ich weiß nicht, 0,1%. Heute sind wir bei 1% für die 10-jährigen in Frankreich. Das ist natürlich zwar immer noch ein niedriges Niveau, nur für viele Investoren läuft natürlich die Zinsen in die völlig falsche Richtung. Und was ist der Grund? Weil natürlich jetzt allmählich Investoren ein mulmiges Gefühl kriegen, weil der 23. April Präsidentschaftswahl in Frankreich allmählich näher rückt. Und ja, da könnte dann die Marine Le Pen vom Front National vielleicht die Wahl gewinnen und die sagt, ich will raus aus dem Euro und so weiter. Und dementsprechend kocht dann das Thema wieder hoch. Und das zweite Thema ist natürlich in Italien. Auch da steigen die Zinsen stark an. Weil natürlich die Investoren Sorge haben nach dem Urteil des Verfassungsgerichts, das wir da vor ein paar Tagen hatten, 25. Januar, dass es vorgezogene Neuwahlen geben könnte, vielleicht schon im zweiten Quartal, vielleicht schon im Juni. Und dementsprechend rückt dieses Thema Euro-Schuldenkrise wieder in den Fokus der Investoren, steigende Zinsen, auch das belastet natürlich wieder den Aktienmarkt, weil es natürlich für Unsicherheit sorgt, steigende Zinsen bedeutet natürlich Gegenwind, die Dividendenaktien, Dividendenwerte sind dann weniger gefragt und so weiter. Also man muss das Thema, neben Trump muss man unbedingt das Thema Europa, steigende Zinsen, Euro-Schuldenkrise und so weiter. Da gibt es bei Bloomberg etliche Beiträge zu dem Thema. Also selbst der Mainstream hat da gemerkt, dass da irgendwas köchelt. Und ja, das ist dann, glaube ich, schon eine sehr wichtige Sache, die man im Auge behalten sollte. Und ganz kurz, weil ich glaube, das auch von Bedeutung ist, wie die EZB ja darauf reagieren wird. Du hast eben das beschrieben, Wahlen, Frankreich, Italien und so weiter. Wir haben auch einen Anstieg der Inflation. Deshalb habe ich diese Folie gezeigt. Realrenditen bleiben schwach. Schauen Sie mal an, wo wir hier im negativen Bereich sind nach wie vor von deutschen Staatsanleihen. Die EZB ist ja irgendwo unter Zugzwang. Einerseits steigt die Inflation. Andererseits kann sie jetzt nicht die Zinsen anheben, weil es aufgrund dieser politischen Unsicherheit, die wir die eindeutig gestiegen ist, wie wir ja zu Anfang des Webinars gesehen haben, eher ja versuchen wird, weiterhin die Zinsen oder diese expansive Geldpolitik am Laufen zu halten, auch wenn die Tendenzen in den USA anders sind. Auch wenn möglicherweise dieser Inflationsanstieg durch den Basiseffekt, steigender Ölpreis in diesem Jahr gegenüber sehr niedrigem Ölpreis im vergangenen Jahr möglicherweise in ein paar Monaten dann vorüber sein könnte. Aber die EZB, das muss man ja festhalten, Egmont, wird ja dagegen steuern, um alles in der Welt und den Markt weiterhin so gut es geht fluten. Und das bedeutet eben, dass diese Realrenditen, also nach Inflation, weiterhin niedrig bleiben werden, weil die Inflation ja aufgrund des Basiseffektes ja durchaus 1 bis 2 Monate noch niedrig sein dürfte. Und da muss man sich ja dann schon auch die Frage stellen, ob das dann, ja, zu welchen Auswirkungen das dann auch führt. Du hast den DAX angesprochen, das wäre sicherlich wahrscheinlich ein Grund, hier weiter im DAX engagiert zu sein, oder? Ja, durchaus. Wobei natürlich auch eine zunehmende Unsicherheit Gegenwind für den DAX bedeutet. Aber ich hatte ja immer auch aufgezeigt, dass ich es für äußerst unwahrscheinlich halte, dass die EZB ihr Anleihenkaufprogramm von 60 Milliarden pro Monat ab April auch nur im geringsten weiter zurückfahren könnte oder sollte. Zumal man ja nicht vergessen darf, dass die EZB ja ab April auch Anleihen, also das praktisch das Gleiche macht wie die US-Notenbank, auch diese alten auslaufenden Anleihen in neue umschichtet. Und wenn man sich mal die Zahlen dann durchrechnet, dann wird das monatliche Kaufvolumen eher so bei 72 bis 75 Milliarden Euro sein. Das heißt, optisch hat sie zwar von 80 auf 60 reduziert, die tatsächlichen Käufe sind aber eher bei 72 bis 75. Und die EZB kann, wie gesagt, nicht dieses Programm weiter tapern, weil wenn nur diese Angst hochkommen würde am Markt, wenn nur die Investoren, die Fondsmanager und so weiter auch nur die Angst hätten, dass die EZB weiter das machen könnte, dann werfen die sofort ihre Anleihen auf den Markt, weil natürlich keiner als Letzte die Anleihen halten will, weil dann die Kurse kollabieren, dann brechen sofort die Kurse ein und dann haben wir das ganze Schlamassel. Also die EZB kann nicht die Geldpolitik verschärfen, kann sie nicht, auch wenn es woanders was anders lesen, weil man dürfe da nochmal erinnern, üblicherweise ist es so, dass sie für jede Staatsschuld von 10% der Wirtschaftsleistung
sie Zinsen von 1% haben. Das heißt, wenn sie Staatsschulden von 50% des BIPs haben, dann haben sie 5% Zinsen üblicherweise so über einen langfristigen Zeitraum. Wenn sie 100% Schulden im Verhältnis zum BIP haben, sind sie bei 10%. Italien hat Schulden von 135% vom BIP. Stellen Sie sich mal vor, wo die Zinsen für Italien wären ohne die Käufe der EZB. Ja, bei 15% und nördlich, dann wäre natürlich das Spiel über Nacht zu Ende. Also die EZB kann absolut nicht weiter tapern und da das, was da manche natürlich, verstehe natürlich, dass die Profis von der Bundesbank und Bundesbankpräsident natürlich fordern, dass jetzt angesichts der stark steigenden Inflation und der sinkenden Realrenditen, ich meine, die deutschen Anleger erleiden ja jeden Tag Kaufkraftverluste, dass die natürlich fordern, jetzt muss mal Schluss sein mit dieser Geldpolitik, dass die allmählich jetzt verschärft wird und so weiter. Davon gehe ich absolut nicht aus. Draghi hat klar gesagt, wenn das kleinste Krisenszenario kommt, verlängert er das Programm, er stoppt es auf, was auch immer. Also dieses Tapern, das hat es in Amerika gegeben, aber in der Eurozone sehe ich das absolut nicht. Und das ist ja im Endeffekt der Faktor, der den Anleihenmarkt in der Eurozone trotz der steigenden Zinsen noch stützt. Wenn diese Fantasie weg wäre, dann würde ich mir lieber nicht vorstellen, was am Aktienmarkt passiert. Dann wird es ganz unschön, das sage ich Ihnen ganz offen. Dann wird es unschön, dann heißt es anschnallen. Die EZB kann das meiner Meinung nach nicht zulassen. Und der Grund, warum sie das Programm im Endeffekt über September hinausgezogen hat, bis Dezember, ist einfach, dass die jetzt angesichts auch der Wahl in Deutschland und so weiter da irgendwie nicht in Zugzwang kommen wollen, sondern die werden das Programm schnurstark durchziehen. Und so weiter. Vielleicht kommen wir jetzt nochmal zum DAX nochmal zurück. In einem Umfeld, so wie wir es in den vergangenen Wochen und Monaten hatten, waren die Zyklen gefragt, hatte ich Ihnen ja gesagt. Das heißt, die Autohersteller, die Chipfirmen, eine Infineon, eine Conti, all das, was irgendwie eine Thyssen, all das, was zyklisch ist, und oder eine Deutsche Post, da rein. Und wenn jetzt diese Trump-Trades aufgelöst werden, dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass jetzt die Zyklen dann eher beiseite gelegt werden und die Investoren dann in die defensiven Werte reingehen. Also die werden dann eher in die Versorger vielleicht versuchen, die werden dann versuchen, in die Telekom und so weiter, in die Gesundheitsaktien, der Fresenius und so weiter. Das hört sich jetzt alles nicht so spannend an. Allerdings wird es meiner Meinung nach der Trade sein in einer Phase, wo einfach diese Unsicherheit am Markt zunimmt und die Leute sich jetzt mehr auf die Risiken konzentrieren. Es wird natürlich langsam Zeit, dass Trump mal sagt, wie er die Wirtschaft ankurbeln will. Dieses Versprechen ist er ja noch schuldig. Heute ist er jetzt wieder auf die Pharmaindustrie, hat er natürlich die Pharmaindustrie angegangen. Klar haben die astronomische Preisanstieg, ich meine, das weiß ja auch jeder, dass das im Endeffekt ja unanständig ist. Und da war es aber, das sind natürlich nicht die Signale, die der Markt will. Das ist nicht Wachstum, was er sagt, sondern wir wollen Wachstum. Aber wie gesagt, ganz klar diese Sachen Euro, Dollar, Dollar-Yen im Auge behalten für Sie, die Zinsen im Auge behalten und natürlich wichtig ist auch der steigende Ölpreis. Ich gehe auch weiterhin davon aus, dass der Ölpreis weiter steigt. Entschuldigung. Das passt natürlich wenig zu dem Szenario, dass die Weltwirtschaft schwächer sein könnte als erwartet. Aber ich denke, dass der Ölpreis von einem sinkenden Dollar Rückenwind bekommen würde. Und das ist mein Szenario. Und deswegen könnte ich mir selbst unter den Voraussetzungen, dass die Weltwirtschaft schwächer wird oder das Wachstum deutlich schwächer sein könnte, der Ölpreis weiter steigt. Und das ist wiederum eine positive Nachricht für den DAX, so wie ich es eigentlich auch immer gesagt hatte. Weil natürlich, wenn dann so Länder wie Russland, Saudi-Arabien und so weiter mehr Einnahmen aus dem Ölgeschäft haben, dann können sie sich auch wieder mehr deutsche Produkte leisten. Deswegen ist also ein steigender Ölpreis meiner Meinung nach gut für die Weltwirtschaft. Ein positiver Faktor, stabilisierender Faktor und nicht schlecht für die Weltwirtschaft. Und schauen Sie mal an, im vergangenen Jahr, wann hat denn der weltweite Aktienmarkt gedreht? So Mitte Februar 2016, als der Ölpreis sein Tief gemacht hat. Und als der Ölpreis deutlich nach oben gelaufen ist, dann ist der weltweite Aktienmarkt, also nicht nur DAX, sondern auch USA und so weiter, nach oben gelaufen. Das heißt, ein steigender Ölpreis, den ich zumindest kurzfristig erwarte, ist eigentlich ein stützender Faktor für den DAX. Bitte, Bendy. Ja, ich habe schon den Chart hier vorbereitet, Egmont, der so ein bisschen dem Ganzen widerspricht, weil, oder zumindest kurzfristig, wenn wir uns du hast diese Netto-Long-Position angesprochen, die spekulative Netto-Long-Position, brauche ich nicht nochmal zu erläutern. Da sind wir hier, roter Punkt, Sie sehen es auf einem, ich glaube, das ist auch Rekordniveau, wenn ich da richtig sehe. Chart geht ja einige Jahre zurück. Insofern auch beim Ölpreis
sehe ich aufgrund des Sentiments, nur des Sentiments, Egmont, an der Stelle auch eine hohe Long-Position, die eher dafür sprechen würde, dass kurzfristig auch dort der Kursanstieg der letzten Wochen und Monate zum Erliegen kommen könnte. Und wenn wir uns dann nochmal hier schauen, insgesamt für Rohstoffanleger, Egmont, wenn wir schon mal in Rohstoffen sind, können wir das Thema ja auch ein bisschen besprechen, weil wir hier ja genau diese Sentiment-Position auch sehen. Auch hier im Gesamtrohstoffposition sehen wir eben auch eine hohe netto-spekulative Netto-Long-Position von Terminmarktanlegern. Also auch hier Anleger setzen bereits stark auf steigende Rohstoffe. Und wenn wir beim Ölpreis sind, springe ich hier ein paar Folien weiter. Das dürfen wir ja auch nicht vergessen, Egmont. Angebotsüberhang aktuell hier von der Helaba errechnet. Deutlicher Angebotsüberhang, zwar kein Rekordüberhang, wie wir es hier auch schon mal 2015 gesehen haben, aber doch deutlich im Angebotsüberhangsbereich. Natürlich sehen wir zuletzt hier anhand dieses, kann man nicht so schön sehen, aber sehen wir so einen leichten Aufschwung. Keine Frage, dass dieser Angebotsüberhang etwas abgebaut wurde. Aber insgesamt eben sind wir noch in diesem Ölangebotsüberhangsbereich und das bedeutet eben auch von der Tendenz her eben schon Gegenwind für die Preise. Natürlich, wenn das hier stark abgebaut werden sollte, aufgrund der positiven weltwirtschaftlichen Entwicklung, sähe es natürlich anders aus, klar, keine Frage. Aber im Moment sind wir, glaube ich, noch im deutlichen Bereich, Angebotsüberhangsbereich. Insofern das nochmal an der Stelle. Und wenn wir schon bei Sentimentindikatoren sind, Egmont, und Gold wollen wir auch gleich nochmal nehmen, aber ich bleibe nochmal bei den Sentiments, weil das ist, glaube ich, für alle, die heute hier dabei sind, ganz, ganz wichtig und könnte eine Weichenstellung sein aktuell, dass wir nämlich auch im VIX, also in der Volatilität selber, nicht nur am Aktienmarkt, sondern auch im VIX, eben hier auch Rekord-Netto-Short-Positionen haben. Schauen Sie sich das hier mal an. Und also Anleger rechnen, obwohl wir schon in der Volatilität so niedrig sind, mit noch stärker fallenden Kursen in der Volatilität. Also von daher all das hier eher Position für als Kontraindikator genutzt, bedeutet das eben, dass wir hier eher von der Tendenz dann ausgereizt sind und möglicherweise dann auch Kurse in die andere Richtung gehen. Also steigende Aktienkurse, Anleihen setzen viele Anleger auf fallende Kurse. Von daher auch hier die Gegenposition, dass wir eben steigende Kurse, fallende Zinsen bekommen könnten im Anleihenbereich. Öl hatte ich eben beschrieben. Auch hier setzen viele Anleger bereits auf steigende Kurse vom Sentiment her. Als Kontraindikator könnte das Gegenteil auftreten. Und wenn wir schon bei Sentiment und Saisonalität sind, was ja irgendwo zusammenpasst, hier auch nochmal der Überblick für die ersten 100 Tage. Da ist ja auch die Notenbanken, Egmont, traditionell so ein bisschen zurückhaltend. Deshalb ja auch die Erwartung für Zinserhöhung erst ab dem zweiten Halbjahr, dass man hier einem neuen Präsidenten in den ersten 100 Tagen nicht dazwischen fuschen möchte. Und deshalb hier auch nochmal die typische Entwicklung der ersten 100 Tage. Republikaner hier in Rot, Blau Demokraten, Grün beide und Trump sehen Sie eben hier mit dem Aufschwung und jetzt die Korrektur. Für den Februar bedeutet das eben, und die Statistik geht hier auch weit zurück, insofern hat das hier auch eine gewisse Validität, sehen wir eben für den Monat Februar, meine Damen und Herren, in den ersten Tagen schon die Gefahr von der Saisonalität her. Und auch durch den, nicht nur die ersten Monate, sondern eigentlich auch bis zum März, den ganzen Februar hinweg, dass der Februarmonat ein schwieriger Monat werden wird. Wahrscheinlich aus genau dem Grund, Egmont, den wir eben beschrieben haben, dass eben die erste Euphorie so ein bisschen aus dem Markt ist. Jetzt kommen die ersten Realitäten und vielleicht sieht es ja dann doch nicht ganz so gut aus. Er hat sich ja immer noch nicht konkret geäußert, wie er denn das ganze wirtschaftliche Programm anpacken will.
Klar, Steuersenkungen sind angekündigt worden, Ausgaben erhöhen auch, aber eben so richtig konkret ist er noch nicht geworden. Korrigiere mich, Egmont, wenn du andere Informationen hast. Und das könnte eben im Februar hier zu so einer gewissen Ernüchterung führen. Wäre nicht untypisch, sagen wir mal so. Insofern und deckt sich eben aktuell auch mit den Sentiment-Indikatoren von den Terminmärkten. Insofern das so ein bisschen mein Szenario an der Stelle und das sollten Sie auf jeden Fall auch im Auge behalten. Okay, Egmont, dann würde ich sagen... Dann sage ich vielleicht noch ganz kurz was zum Ölpreis und dann vielleicht zu den Versicherern im DAX, vielleicht zur Allianz und so weiter, weil ich es auch spannend finde und dann vielleicht auch noch zu bisschen was zu Apple, Facebook und Gold und dann können wir noch gerne alle anderen Fragen beantworten. Das Bemerkenswerte ist ja, finde ich, dass der Ölpreis relativ stabil ist oder sogar leicht nach oben tendiert, obwohl die US-Fracking-Unternehmen in den vergangenen Wochen und Monaten die Zahl der aktiven Bohrtürme in den USA deutlich gesteigert haben, also immer mehr Bohrtürme in Betrieb nehmen und die US-Ölproduktion kräftig gestiegen ist in den vergangenen Monaten und die dürfte weiter steigen und es konterkariert eigentlich die Bemühungen der OPEC da, das weltweite Angebot zu drosseln und das Überangebot ein bisschen zu verringern. Umso bemerkenswerter finde ich, dass sich der Ölpreis so gut hält und wie gesagt, deswegen bin ich da weiterhin positiv für den Ölpreis. Vielleicht zu den Versicherern im DAX, auch da Ich schaue mir dann einfach jetzt während der Quartalssaison, die da jetzt so ab Donnerstag läuft, Deutsche Bank zahlen, morgen Siemens, am Donnerstag dann noch Daimler, Infineon und so weiter, schaue ich mir einfach an, ganz klar klopfe ich die einzelnen Unternehmen davon ab, wie die von diesen einzelnen Faktoren betroffen sind, vom schwachen Euro oder jetzt vielmehr vom steigenden Euro wieder, von den steigenden Zinsen, und da gucke ich mir alles Thema durch. Und wenn ich jetzt von weiter steigenden Zinsen ausgehe, dann schaue ich mir zum Beispiel ganz genau die Versicherer an. Steigende Zinsen ist meiner Meinung nach positiv für die Versicherung, weil die einfach eine höhere Rendite auf das eingesetzte Kapital erwirtschaften. Das Kapitalanlageergebnis der Versicherer wird besser. Deswegen wäre das natürlich ein positives Szenario. Allerdings muss man natürlich ganz klar schauen, wie stark kommt das Thema Euro-Staatsschuldenkrise wieder hoch, weil dann habe ich natürlich bei meinem ganzen Anleihenbestand, den ich besitze, an italienischen Anleihen, an französischen Anleihen und so weiter, deren Wert sinkt natürlich, habe ich natürlich wieder Gegenwind bei den Zinsen. Aber insgesamt denke ich, dass gerade die steigenden Zinsen positiv für die Versicherer sind. Und so klopfe ich quasi dann einfach während der Quartalssaison jedes Unternehmen auf diese einzelnen Punkte ab und dann habe ich eigentlich schon ein ziemlich gutes Gefühl, was man machen kann. Und wie gesagt, die steigenden Zinsen, bitte. Ja, weil du Allianz gerade angesprochen hast, gibt es von dir eine Meinung? In Australien haben sie, glaube ich, eine Übernahme angekündigt und Italien mit Generalis, glaube ich. Hast du da eine Meinung zu? Ich würde mir da vorsichtig sein, jetzt im Ausland zuzukaufen. Wir haben enorme Blasen in Australien am Immobilienmarkt und so weiter und jeder, der da kräftig engagiert ist, der hat ein Problem. Also ich würde mir in dem Umfeld sicher keine große Übernahme, das würde ich sicher nicht machen. Und das andere ist natürlich Generale und so weiter. Man muss sich die Zahlen anschauen, wie viel die an italienischen Staatsanleihen am Kopf haben. Wenn ich es richtig weiß, besitzen die ungefähr, ich habe jetzt die genaue Hausnummer nicht im Kopf, 80 oder 90 Milliarden Euro an italienischen Staatsanleihen über ihr Portfolio und so weiter, klar. Aber das wäre jetzt vielleicht nicht gerade das Risiko, das ich jetzt eingehen würde. Also Schuster, bleib bei deinen Leisten. Das operativ läuft sehr gut bei der Allianz. Also ich würde da jetzt nicht, klar, die hatten ja angekündigt, wenn sie jetzt nicht schnell eine Übernahme tätigen, also in den vergangenen 3 Jahren keine große Übernahme tätigen, dann wären sie ungefähr 2,5 bis 3 Milliarden über Aktienrückkäufe an die Aktionäre weitergeben und jetzt versucht natürlich der Vorstand noch schnell irgendwie eine Übernahme, finden wir jetzt schon und dann steckt man lieber das Geld in die Übernahme, anstatt es quasi den Aktionären hinterherzuwerfen. Ja, also diesen Druck, diese Torschlusspanik kann ich da jetzt wirklich nicht nachvollziehen, würde ich wirklich nicht machen, eher vorsichtig sein. Dann vielleicht nochmal kurz zu Gold und dann machen wir mit den US-Unternehmen weiter und dann auch noch alle anderen Fragen.
wie gesagt, in den vergangenen Webinaren oder wo ich dabei war, habe ich ja oft gesagt, Gold hat irgendwie eine Korrelation von 90-95% mit Dollar-Yen. Mit Dollar, das ist die entscheidende Korrelation, Carry-Trade Dollar-Yen. Das heißt, wenn der Dollar gegenüber dem Yen kräftig nachgeben sollte, dann wird der Goldpreis kräftig steigen. Also wenn Sie jetzt das ähnliche Szenario wie ich haben, der Yen wird in den nächsten Wochen vielleicht deutlich steigen, dann wird der Goldpreis deutlich Rückenwind haben. Das ist mein Szenario. Und in dem Umfeld ist natürlich, sind dann natürlich auch die Goldförderer, eine Barrick, eine Newman Mining, kennen Sie ja auch alle, natürlich dann aussichtsreich, weil die üblicherweise wie so ein Hebel mit dem Goldpreis reagieren. Und dann vielleicht auch nochmal ein Satz zu dem Thema, wer in dem Bereich tradet oder sich engagiert. Wenn man jetzt natürlich mehr Feuer haben will und mehr Action und einen stärkeren Kursanstieg sich wünscht, dann muss man natürlich die Unternehmen sich aussuchen, die relativ hohe Vollkosten haben, weil bei denen schlägt natürlich das Pendel stärker aus, wenn der Goldpreis steigt. Und die Unternehmen, die von Haus aus ohnehin schon ziemlich niedrige Kosten haben, gerade wie die Großen und so weiter, die reagieren dann natürlich nicht ganz so stark. Das ist eher ein ruhigeres Investment oder ein eher konservativeres Investment. Das vielleicht nur nochmal am Rande. Dann vielleicht noch gerne ein paar Sätze vielleicht zur S-Quartalsaison. Ich meine, die läuft ja ganz gut. Ein paar positive Unternehmen, wenn ich mal erinnern darf, Microsoft, da läuft es gut, Aktie auf Rekord hochgeschossen, Börsenwert mehr als 500 Milliarden. Also ich denke, da können die Party noch ein bisschen weitergehen, wenngleich natürlich Microsoft jetzt nicht wirklich billig ist, aber ich denke, da stimmt die Tendenz. Apple heute, könnte ich mir vorstellen, dass die Zahlen vielleicht im Rahmen der Erwartung sind, ein bisschen schwächer vielleicht als erwartet. Und ich würde mir auch vorstellen, dass der Ausblick vielleicht nicht so gut ist wie erwartet, wenn Sie sich die Meldung angeschaut haben von dem japanischen Nachrichtendienst Nikkei Ende letzten Jahres, die ja im Endeffekt gesagt haben, dass Apple vermutlich die Produktion im Q1 um bis zu 10% kürzen wird, weil einfach die Nachfrage nach dem iPhone 7 wohl bei weitem nicht so stark ist wie erwartet, was eigentlich alles Gegenwind für die Apple-Aktie bedeutet. Aber bei Apple ist natürlich die Fantasie, die Steuersenkung von Trump. Das ist die Fantasie. Apple würde natürlich von den sinkenden Steuern auf die Gewinne massiv profitieren, plus für die Repatriierung von ausländischem Kapital, und Apple hat ja im Ausland mehr als 200 Milliarden Dollar. Das auch da würden sie profitieren, wenn es da jetzt deutlich sinkende Steuern auf das Geld gewinnen. Und das ist einfach die Fantasie für die Apple-Aktien. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, selbst wenn der Ausblick von Apple heute Abend nach Börsenschluss in den USA schwach sein sollte, dass das möglicherweise die Aktie nicht lange bremst, sondern sich die Aktie dann sogar relativ schnell davon erholen wird, weil alle weiter auf Trump setzen. Dann in den nächsten Tagen dann noch Facebook und Amazon. Ich denke, dass das eine Facebook weiterhin starkes Wachstum zeigen wird. Vielleicht in der Größenordnung 45% jetzt im Q4, 46% sind so erwartet. Ich denke, dass weiter gut sein wird. Und Facebook hat ja schon gewarnt nach den 9-Monatszahlen, dass das Umsatzwachstum einfach im nächsten Jahr nicht mehr so stark sein soll wie bisher, weil einfach der Anstieg der Werbeeinblendung nicht mehr so stark sein soll wie bislang. Und ja, die Investoren erwarten vielleicht so ein Umsatzwachstum von 35% für nächstes Jahr. Das halte ich durchaus für machbar bei Facebook. Und gerade in einem Umfeld, wo die Wirtschaft nicht nur in den USA, sondern weltweit schwächer sein könnte als erwartet, könnte ich mir vorstellen, dass die Investoren gerade wieder so wachstumsstarke Unternehmen wie Facebook suchen, trotz der vielleicht nicht gerade günstigen Bewertung, sage ich mal, KGV, je nachdem 30, 35, wo sie es ansetzen. Aber wie gesagt, schwache Weltwirtschaft spricht eigentlich für Wachstumsaktien. Und ähnlich ist natürlich die Sache bei bitte. An der Stelle nochmal den Chart, weil ich den ganz interessant finde, hier bei Facebook auch. Möglicherweise hier auch ein Doppeltop gebildet werden, könnte sich hier ein Doppeltop ausbilden. Der MACD ist kurz davor, hier zu kreuzen. Also ja, wenn die Aktie noch in die Spur kommen will und dieser kurzfristige Aufwärtstrend bestätigt werden soll, dann muss die Aktie aber an der Stelle auch drehen. Ansonsten kriegen wir hier ein negatives, also ein Verkaufssignal. Und wenn wir uns das Ganze hier auch anschauen, eben durchaus, glaube ich, nicht so einfach hier über dieses alte Hoch hinauszukommen. Da sind wir jetzt schon zweimal dran gescheitert, bei knapp über 130 Dollar. Insofern, das spricht erstmal dafür, dass diese Hürde schwer zu nehmen ist. Also charttechnisch ist Facebook zumindest ein bisschen angeschlagen. Okay. Dann vielleicht noch Amazon, ja, auch da wird natürlich ein rasantes Wachstum erwartet, 25% Umsatz plus. Ich denke, das Geschäft bei Amazon brummt weiterhin
Und die Fantasie ist einfach weiter ganz klar das Cloud-Geschäft, Cloud Computing, weil es einfach wesentlich mehr Gewinne oder mehr Gewinne abwirft als das herkömmliche Internethandel. Also das ist im Endeffekt die Fantasie bei Amazon. Und ja, die Börsenbewertung ist natürlich wahnsinnig hoch, so und so viel 100 Milliarden Dollar Börsenwert, KGV von fast 100 und so weiter. Das wissen Sie auch, alle enorm hohe Bewertung. Nichtsdestotrotz, und die Investoren wissen auch, dass Vorstandschef Jeff Bezos im Endeffekt weiterkräftig investieren wird. Also da erwartet niemand, dass irgendwie mal auf die Gewinne geschaut wird oder so weiter, sondern da sind die Investoren sich bewusst, dass da einfach Wachstum das Thema ist, und dementsprechend gehe ich davon aus, dass vielleicht, ja, je nachdem wie die Zahlen ausfallen, vielleicht auch eine kurze Korrektur gibt bei Amazon, so wie es ja zum Beispiel auch nach den 9-Monatszahlen war, wo wir auch mal eine deutliche Korrektur hatten, aber danach dreht eigentlich wieder die Stimmung und die Investoren gehen da wieder rein, und so ein ähnliches Szenario könnte ich mir durchaus wieder vorstellen. Bitte, Benjamin. Ja, der Chart sieht ähnlich aus, so ein bisschen wie bei Facebook. Auch hier möglicherweise das Momentum, also ganz normale MRCD, meine Damen und Herren, der voreingestellt ist, und der zeigt ja so an, ja, wo die mögliche Wendepunkte sein könnten vom Momentum her, von der Dynamik her, von der Kursentwicklung her. Und da sieht man eben, dass das Momentum hier ein bisschen rausgeht, aufgrund der leichten Korrektur, die wir hier gesehen haben. Und ähnlich wie bei Facebook, Egmont, ja, sieht man eben, dass die Aktie hier bei 800 oder knapp 850 Dollar einen heftigen Widerstand hat. Und meines Erachtens müssten die Zahlen wirklich deutlich besser ausfallen, um hier nochmal auch einen Schub zu geben nach oben. Und wie du gesagt hast, die Vergangenheit hat ja öfter gezeigt, dass Amazon nach den Zahlen eben oft erstmal auch einen Schub nach unten macht und sich dann im Laufe der Entwicklung dann weiter erholt. Das sind dann möglicherweise auch neue Einstiegskurse. Aber aktuell eben passt das so ganz gut in dieses Bild, was wir auch von den Sentiment-Indikatoren hier sehen, von der Vola, von den Positionierungen der Terminmarktteilnehmer an der Stelle. Okay. Gab es noch von dir was? Ja? Nee, sind noch irgendwelche Fragen offen? Dann können wir die gerne noch besprechen. Ich denke, wenn sich diese Unruhe um Trump da vielleicht ein bisschen legen sollte und er jetzt dann doch mit seinen Wachstumsperspektiven jetzt dann doch mal rauskommt, dann denke ich, werden wieder die Zykliker gefragt sein, wie eine Siemens, wie eine SAP und so weiter. All die Fantasie wird dann da wieder reinfließen. Ich meine, die Aktien sind ja auch schon gut gelaufen in den vergangenen Wochen und Monaten. Und ja, da muss man sich natürlich morgen die Zahlen von Siemens anschauen. Ich denke, Quartalzahlen werden im Rahmen sein, die werden den Ausblick bestätigen, und also da erwarte ich jetzt irgendwie keine negative Überraschung, weil die einfach doch so ein langfristiges Geschäft haben, und es profitiert dann davon, dass ich einfach doch stabile Verträge habe. Bitte, Benjamin. Genau, vielleicht irgendwann können wir kurz abschließen. Daimler, Deutsche Bank, Infineon für diese Woche. Wenn du da auch so wie bei Siemens vielleicht eine kurze Einschätzung geben kannst, weil wir schon ein paar Minuten drüber sind. Und dann abschließend, wenn wir Gold besprechen, dann vielleicht auch nochmal Silber ganz kurz. Ja, da muss ich gerade mal meinen Zettel nochmal schreiben. Daimler bin ich, manchmal bin ich zu schnell. Daimler, ja, das hängt natürlich ganz davon ab, wie sehr Daimler von den Trump-Grenzzöllen betroffen sein wird. Also ich denke, Daimler produziert ja doch eine Menge dort in den USA, und wenn ich die Zahlen jetzt im Kopf habe, tun die ungefähr genauso viele Autos in die USA importieren, wie sie exportieren. Also da ist meiner Meinung nach keine große Lücke, wenn ich die Zahlen richtig im Kopf habe. Deswegen werden die auch nicht groß negativ von den Importzöllen oder von den Grenzzöllen, man muss immer richtigerweise Grenzzöllen sagen, glaube ich, nicht negativ betroffen sein. Vielmehr wäre für Daimler das Problem, wenn ich mir jetzt Sorgen mache um die Weltwirtschaft an sich, dann gehe ich natürlich auch so stark, habe ich auch schon wiederholt gesagt, aus den Zyklikern raus, und das könnte dann eher Gegenwind für die Aktie bedeuten. Aber jetzt weniger das Thema Trump. Die Deutsche Bank profitiert natürlich von den steigenden Zinsen, hatte ich auch wiederholt gesagt, weil natürlich der Anleihenhandel deutlich in Schwung kommt. Es muss einfach nur in irgendeine Richtung gehen. Ist egal, ob die Zinsen steigen oder fallen, Hauptsache wir haben einen Trend, sage ich immer,
Das ist gut. Und das andere ist natürlich, wenn die Hosse am Aktienmarkt wieder aufgenommen werden sollte, wenn wir da jetzt Richtung Rekordhochs laufen, nicht nur USA, sondern vielleicht weltweit sogar, dann wäre das natürlich auch positiv klar für die Deutsche Bank, weil natürlich das Kapitalmarktgeschäft in Schwung kommt mit Börsengängen, Kapitalerhöhungen, all das, was Sie ja auch kennen. Und das ist natürlich positiv, auch der Aktienhandel und so weiter. Das andere wäre natürlich, wenn wir jetzt wirklich zu einem deutlichen Kursrückgang am weltweiten Aktienmarkt kämen. Das würde natürlich gerade für so eine Bank wie die Deutsche, die so stark vom Investmentbanking abhängig ist, natürlich deutlich einen Gegenwind bedeuten. Und das zweite Thema wäre natürlich, wenn die Bankenkrise in Italien im Endeffekt nochmal nach oben kochen sollte. Im Endeffekt wissen Sie ja alle, die italienischen Banken haben ungefähr 350 Milliarden Euro an faulen Krediten. Das sind ungefähr 18% des gesamten Kreditvolumens. Also wenn man jetzt Sorge hätte vor Italien und Euro-Austritt und so weiter und vorgezogene Neuwahlen und so weiter und dann haben wieder alle Angst wegen der Banken und so weiter, das wird natürlich nicht so gut sein für die Bank insgesamt und damit auch nicht für die Deutsche Bank. Siemens, wie gesagt, Siemens hatten wir besprochen, Infineon, Infineon hat auch natürlich ein super, super zyklisches Geschäft, 40% allein aus dem Autobereich. Das heißt, wenn man da irgendwie Sorgen hätte, dass im Autobereich nicht so gut läuft, dann wird Infineon weiter Gegenwind haben. Insgesamt bin ich aber für Infineon weiterhin positiv. Ich glaube, das Geschäft floriert gut und solange jetzt irgendwie nichts Dramatisches passiert, denke ich, dass es bei Infineon da weiter nach oben gehen könnte. Und Silber noch, last but not least. Bei Silber haben wir natürlich ungefähr 50% der Anwendungen kommen aus Industrieanwendungen wie Solar und so weiter. Dementsprechend ist natürlich Silber jetzt nicht so in der Form ein Edelmetall wie Gold, aber Investoren schauen dann einfach ganz klar, dass Silber der kleine Bruder von Gold ist. Das heißt, wenn Gold nach oben geht, dann steigt der Silberpreis deutlich stärker. Das ist einfach das Entscheidende für mich. Und da ich ja ein ziemlich positives Bild für Gold habe, bin ich weiterhin auch sehr positiv für Silber. Also das hängt ganz klar an dem Szenario an Gold. Wenn der Goldpreis kräftig steigt, dann wird Silber steigt dann üblicherweise mit dem Faktor 2 bis 2,5. Wenn es jetzt aus irgendwelchen Grund eine Korrektur beim Gold geben sollte, hauptsächlich weil Dollar-Yen, weil jetzt der Dollar steigen sollte, dann wird natürlich Silber überdurchschnittlich belastet. Bitte, Benjamin. Ja, genau, Egmont. Okay, vielen Dank. Komme ich nochmal ganz kurz als Abschluss, meine Damen und Herren, auf den Silberchart zu sprechen. Und zwar, wie du gesagt hast, Egmont, Gold so ein bisschen als die Kehrseite des Aktienmarktes, wenn man so will, Flucht in Sicherheit, die wir jetzt zuletzt ja gesehen hatten, mit einer stabileren Goldpreisentwicklung und im Jahresverlauf erinnern sich an den Chart aus der Präsentation. Seit einem Jahr hat sich Gold, auch wenn das letzte halbe Jahr schwierig war, aber eben noch als Assetklasse sehr, sehr gut entwickelt, war die Nummer 1. Und Silber eben hier tatsächlich auch bilderbuchmäßig nach oben ausgebrochen, mehrfach an diesem Widerstand hier knapp über 17 Dollar angestoßen, jetzt mit Schwung nach oben gegangen, jetzt bei 17,50, etwas über 17,50. Momentum dreht auch wieder etwas nach oben. Das heißt, Gold und Silber, die Kehrseite des Aktienmarktes, positiv vom Sentiment aktuell bewertet und vom charttechnischen Bild. Aktienmärkte durch die Wohler eben, und da fasse ich jetzt nochmal zusammen, meine Damen und Herren, eher schwierig vor möglichen schwierigen Zeiten, auch saisonal bedingt. Der Februar, denken Sie an den Chart, den ich Ihnen gezeigt habe, und auch die Ölpreise aufgrund meines Erachtens, aufgrund der Sentimenteinstellung, der Terminmarktpositionierung eben auch schwierig vor schwierigen Zeiten und die Anleihenkurse eben vor steigenden Kursen, fallenden Zinsen, auch aufgrund der aktuellen Sentiment-Situation, wenn wir das denn als Kontraindikator auffassen. Ganz, ganz wichtig, das ist die Voraussetzung hierfür. Und insofern ist das für mich im Moment das Bild an den Börsen aktuell. Und Egmont, an der Stelle, wenn du jetzt nichts weiter hast,
würde ich sagen, machen wir Schluss, meine Damen und Herren. Ich hoffe, Sie konnten einiges heute mitnehmen hier bei uns. Gerne, wenn noch Fragen offen geblieben sind, an Feingold Research oder Ayondo stellen. Wir beantworten das jederzeit gerne. Und ansonsten, ja, bis zum nächsten Mal. Nächste Woche wird Franz Georg, das schon mal noch als Ankündigung, im wohlverdienten Urlaub verweilen. Dann werden Sie wieder mit uns Vorlieb nehmen. Und ja, dann werden wir sehen, was aus den Erwartungen an den Märkten geworden ist. Bis dahin wünsche ich Ihnen viel Erfolg bei Ihren Investments. Ja, noch einen schönen Abend und hoffentlich bis zum nächsten Mal.